Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play FitzBeast Sky Adventures mit mir, mit dem lieben Silence. Ich habe herausgefunden, was den ganzen Strom verbraucht hat. Und zwar die beiden hier drüben. Die haben, keine Ahnung warum auch immer, extrem viel Strom gefressen. Das heißt, ich werde da jetzt mal eine Vibrant Capacitor Bank zwischenklemmen. Oder testweise, ja, danke, dass du die auflädst. Testweise zwischenklemmen und zwei Conduits. Weil eigentlich dürften die nicht ansatzweise so viel RF fressen, wie sie scheinbar getan haben. Denn wenn ich nämlich zack. So. Der sollte ja da jetzt eigentlich Input bekommen. Okay, warum? Ach, weil der Puffer schon wieder aufgebraucht ist. Hey, hey, hey. Ja, das war eigentlich das nächste Problem. Und wenn man jetzt nämlich hier sieht, der zieht volle 20.000 RF pro Tick hier raus. Und ich verstehe es nicht, warum der so viel hier rauszieht. Ah, jetzt macht er nur noch 100. Okay. Aber warum hat er denn so viel die ganze Zeit eben rausgezogen? Wenn ich jetzt nämlich gucke, genau, er zieht jetzt nämlich gar nichts raus, weil das Ding quasi leer ist. Wie man hier sieht, ich habe den Reaktor auch ein bisschen erweitert. War ein Heidenaufwand, da überall Jelly Cryotium wieder reinzufüllen. Und wenn ich den jetzt halt hochpower, schießt er ziemlich direkt in den Energiebuffer hoch, weil wir unten nur maximal 20.000 abzapfen. Das heißt eigentlich, wenn ich den jetzt... Warum kriegt er jetzt keinen Strom? Ich verstehe. Ach. Weil die beiden wahrscheinlich jetzt hier voll laufen. Jetzt sollte der wieder Strom kriegen. Nö, immer noch nicht. Ich verstehe das Netz irgendwie gerade nicht so wirklich. Auf jeden Fall, ich habe halt geguckt und das waren die Übeltäter, die mehr oder weniger den Strom gefressen haben. Weil die komischerweise trotz Transferlimit... Ahaha, das sind RF pro Tick. Stimmt ja. Das heißt, ich hau den jetzt mal maximal 5.000 rein. Weil 256.000, klar, da kommen wir nicht mit hin. Jetzt müsste nur irgendwann mal der Puffer volllaufen, beziehungsweise es müsste hier irgendwas passieren. Wo geht der ganze Strom gerade hin? Ah, okay, der Storage geht wieder hoch. Das heißt, eigentlich müssten die doch hier drüben auch wieder Strom kriegen. Ja, genau, die ziehen jetzt nämlich volle Leistung raus, warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wir machen doch zwei Cryo-Stabilized Flux-Ducte jetzt. Oder eins, damit wir quasi unendlich RF rüber transportieren können. Cryo, genau. Das heißt, wir machen uns zwei von denen. Und dafür brauche ich jeweils 500 Millibucket davon. Das heißt, vier Stück davon. Magma Crucible, das Ding. Und zack. Und jetzt müssen wir nämlich hier unten bei unserer Batterie sozusagen, erstmal muss ich die wieder einstellen. Weil die funktioniert jetzt ja nicht mehr. Na, lass mich runter. Und wir müssen hier bei unserem Transport quasi einen von denen zwischenklemmen. Weil wenn man jetzt nämlich guckt, der ballert hier volle 100.000 RF rein. Und wir müssen den natürlich wieder einstellen. Der soll... Set from Signal... Und du sollst Emit Signal and Storage unter 50% und greater than 99%. Das heißt, genau, der läuft jetzt. Der haut volle 100.000 RF in unsere Batterie rein. Und die werden auch voll rausgepumpt. Nur, dass wir hier natürlich jetzt einen guten Puffer anlegen. Wie man sieht, hier knallen wir gerade 200 RF rein.
oder KFE ist, glaube ich, die gleiche Einheit, und haben nur 8100 Output. Das heißt, wenn ich jetzt hier ab und zu mal aktualisiere, wir kriegen wieder einen Puffer. Und jetzt wiederum können wir mal gucken, wie viel die hier drüben eigentlich ziehen. Wenn ich Transferlimit rausnehme, 17.000 RF pro Tick. Ja gut, und der nimmt 100 RF. Kein Wunder, dass der so viel verbraucht hat. Wir haben ja nur 12.000 oder so produziert. Deswegen, ha, gut. Auf jeden Fall, dann können wir jetzt nämlich unsere Flux Points nehmen. Und dann können wir mal ausprobieren, ob das jetzt hier drüben auch so klappt. Hehe. Also die hier, ob wir direkt die Flux Points anschließen können. Ui, ja. Der zieht gut raus. Haha, geil. Okay. Der zieht gut aus dem Netz raus. Drücken wir es mal so aus. So. Und eigentlich brauchen wir auch gar nicht 9. Doch, wir brauchen 9 Stück für manche Rezepte. Das heißt, ich muss doch alle anschließen. So. Und ich will natürlich ohne Puffer, ohne Begrenzung machen, damit das extrem schnell geht. Oder gehen kann, eher gesagt. Weil wir haben den Puffer nicht ohne Grund. Und dann können wir so jetzt wenigstens schön schnell die ganzen Crafting-Rezepte fertig machen. Auch wenn es mich wundert, dass es fertig geworden ist, obwohl nur ein einziger Strom hatte. Das heißt, prinzipiell muss nur einer Strom haben, oder wie? Gut, normalerweise wahrscheinlich brauchen mehr Strom, weil man halt nicht unendlich transportieren kann. Aber da wir jetzt hier halt theoretisch unendliche F durchtransportieren können, sollte das in dem Falle kein Problem sein. Ahaha. Charging. Wie viel RF ziehen wir denn gerade aus dem Netz raus? Wir ziehen die 512.000 RF pro Tick gerade raus. Alter Schwede. Also die Batterie sollte recht schnell voll werden. Gut, was davon hatten wir denn jetzt noch nicht? So, das Zeug kann weg, das kann wieder ins ME-System. Und da jetzt mal eben gucken. Nur Draw Speed haben wir auf Maximum schon. Das heißt, einmal starten bitte. Das heißt, die beiden Sachen brauchen wir noch. Das kommt wieder ins ME-System. Ach, ist das angenehm. Warum auch immer die hier unten keinen Output haben. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also davon abgesehen, es funktioniert ja. Nur warum verstehe ich gerade nicht so ganz. Egal, nicht drüber nachdenken. Denn, ja, das Jerky ist fertig. Oder Monster Jerky jetzt sogar. Und wir brauchen jedes Jerky. Dein Ernst? Das ist mies, damit habe ich nicht gerechnet. So, wir brauchen einmal Beef. Wir brauchen Chicken. Wir brauchen Bacon, das müsste genau Schwein sein. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Porkshop. Ich kann ja nicht noch Horror suchen. Matten brauchen wir. Wir brauchen Porkchop. Wir brauchen Rabbit. Oh. Wir brauchen Fisch auf jeden Fall auch noch. Wir brauchen Salmon und wir brauchen Pufferfisch, den wir auch noch nicht haben, oder? Nein. Gut, das heißt, wir brauchen noch mehr von den Drying Racks. Packen wir die einfach mal, ja, packen wir die ganz oben hin.
Dann so, 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 so und so. Das heißt, uns fehlen sogar noch ein paar Sachen. Oh, ist das mies. Und eigentlich wollte ich doch den Ender Dragon jetzt heute töten. Shit. Gut, dann schaffen wir den Ender Dragon doch leider nicht. Oder? Doch, komm, machen wir wieder eine längere Folge. Dann sollte das machbar sein. Aerospeed. Ich hab Aerospeed weggehauen. Oder ich hab den Capacity statt Aerospeed weggehauen. Da ist er. Na los, komm schon. Das dauert so ewig. Gut, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so craften können. Das Brown Insulated Wire. Stimmt, da habe ich letztes Mal ja noch mit angefangen. Und ein Timer. Brown Insulated Wire. Gut, das heißt, wir brauchen braune Wolle. Dann einmal die und ein Timer noch. Ich gehe mal davon aus, dass wir den brauchen werden. Davon ein paar. Davon welche. Den Pointer. Kathode. Und wir haben den Timer. Submit. Submit. Passt. Dann haben wir schon wieder ein paar neue Quests gemacht. Hier drüben, der sollte jetzt fertig sein. Genau, und das Ding braucht er noch. Warum auch immer ich das schon wieder ins ME-System geschmissen habe. Egal. Auf jeden Fall, wenn der jetzt fertig ist, gehen wir ab zum Ender Dragon. Das heißt, ich muss irgendwie mal ein bisschen Hunger verlieren. Einfach, damit ich den Kuchen gleich essen kann. Na los, verlier ein bisschen Hunger. Wie kann man schnell Hunger verlieren? Ha, ich weiß es. Wir stellen einfach ein wenig Sand auf und nutzen den Weinminer. Und ja, ein oder zweimal muss ich natürlich selber erst nochmal platzieren. So. Na los. Ah ja, ich darf nicht mit leerer Hand machen. Immer noch nichts. Ey, was zum... Wie gut ist denn das Essen hier? Ja, wir sind jetzt bei 14 Minuten. Nee, komm, wir machen den Ender Dragon jetzt heute. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt endlich mal den Ender Dragon machen, also machen wir den Ender Dragon endlich. So, darf ich jetzt endlich... Na? Immer noch nicht. Ah, jetzt habe ich eine Hungerkeule. Danke. Gut, ja, Wand kann auch wieder rein. Das Zeug kommt hier wieder rein. Und dann holen wir uns jetzt den Bogen, der immer noch nicht fertig ist. Warum bist du noch nicht fertig? Weil du keinen Puffer mehr hast. Und wahrscheinlich ist das Ding ausgegangen. Der Reaktor. Nein, ist er nicht. Wir hauen immer noch 105.000 rein. Junge, wo geht denn der ganze Strom jetzt hin? Aber, warte mal, hatten wir nicht... Ich wollte gerade sagen. Die Dinger. Network Buffer, ja. Gut. Das heißt, die Teile müsste ich jetzt offscreen einfach nochmal ein bisschen ausbauen, dass wir einen größeren Puffer haben. Falls wir nochmal was mit Draconic Evolution machen müssen. Das weiß ich nämlich gar nicht. Und ich habe schon wieder volle Hungerkeulen. Die Rüstung macht das. Shit. Ja gut, komm. Dann müssen wir es nächstes Mal machen. Dann lasse ich die Rüstung jetzt erstmal eben aus. Und wir machen noch zwei, drei Quests kurz. Builder, Crafter und Space Chamber. Ein Builder. Das Ding einmal. Ein Crafter, Tier 3. Den wir doch bestimmt schon mal gebaut haben, oder nicht? Crafter. Den haben wir doch schon mal gebaut.
Ne, Tier 1er nur. Okay. Tier 1. Tier 2. Tier 3. Und noch ein Chamber. Ich weiß gerade nicht, welchen von beiden. Ich baue einfach mal beide. Zack, zack, zack. Dann ein Shield Projector. Ja, gut. Was für ein Tier 4. Das war irgendwie klar, dass er die vorigen Tiers alle braucht. What? Warum haben wir keine Dimensional Shards? Ach stimmt, weil wir die nur als Ärzte haben. Hehe. Gut, dann haben wir das theoretisch auch schon fertig. Und dann würde ich sagen, gehen wir nächstes Mal ins End, wenn ich ein bisschen Hunger wieder habe. Und killen den Ender Dragon. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, lasst Kommentarbewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.